Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Wir in der, letzten Folge die Official. Sind das auch Kannibalen, die angemalten? Nee, ne? Die sind was anderes, glaube ich. Nee, das sind doch die Ureinwohner. Stimmt, das sind die Ureinwohner, genau. Ja. Ja, so, letzte Folge haben wir vor allem gepflanzt. Und wir waren erkunden. Meine Nachtruhe ist schon wieder komplett weg. Was ist weg? Hier der Mond leuchtet bei mir wieder rot. Oh ja, wir haben. Ja. Ich blick das nicht. Ich hab vor allem Hunger wie Sau. Ja, ich auch. Aber das Fleisch ist halt immer noch roh, ne? Wollte ich gerade sagen, ist das noch roh oder ist das dann einfach. Ich sammle ein und pack's auf den Grill. Jo, oh, das ist ein Hase. Der einfach durch die Wand läuft, ja, warum nicht? Kennt man ja, die Hasen, die einfach durch Wände laufen. Oh, ich habe einen Dried Fish. Oh, okay. Nice. Ich pack 4 Raw Fleisch rauf. Mhm. Und ich esse mal den Dried Fish, okay? Obwohl, nee, den Dried Fish behalte ich mal im Inventar und guck mal, ob der irgendwie länger haltbar ist. Sollen wir Calvin nochmal anweisen, Fisch zu fangen? Ja. Dann können wir den Fisch nämlich einfach immer aufhängen. Und wir können auf unseren Erkundungstouren dann immer sammeln. Möchtest du das machen mit dem Calvin anweisen? Gerne. Gut. Also, obwohl die Fische hier bis an mich rankommen, kriege ich die nicht mit dem Speer. Ja. Weiß mal Calvin an. Geht. Ja, mach ich. Hey, Calvin Klein, komm mal her. Boah, ich sehe gar nichts gerade. Nimm Gegenstand, beseitige, mach Pause, bleib hier, baue nix, hol Fisch und gib. Wie kann ich dir das geben? Mit G, glaube ich. Mit E. E gedrückt halten an. Ich kann dir kein gebratenes Fleisch geben. Okay, Spannend. Kann ich das aufhängen? Ich häng's dir hin. Okay. Eins nom, ist nom, da, nom. Das andere ist auf dem Feuer. Von diesem ein Stück müsste der so satt sein schon. Naja, mach 3 Hapse, dann ist es weg. Ja, aber trotzdem, ist es riesig. Und der Fisch zappelt noch, wenn er einen den gibt. Der arme Fisch. Oh! Ja? Die Frau hat sich hier gerade durchs Lager gebeamt. Ah, oh. Der dreckige Beine. Mädel, wo auch immer du warst, geh dich mal waschen. Guck mal, auf was für Füßen sie geht. Hast du das gesehen? Jo, die geht vorne auf den Zehenspitzen. Sie ist Balletttänzerin. Die geht auf Spitze. Hier das erklärt. Fisch. Jo. Das erklärt auch, warum sie diesen komischen Dings anhat. Das ist hier so ein Tanzbuddy aus wie aus Flashdance. Leotard. Ah. Danke für den Fisch, Calvin. Er blieb so lange bei dir stehen mit dem Fisch vor seinen Füßen, bis er aufgenommen war. Wie so ein Hund mit seinem Ball. Oh, armer Calvin. Ich hab dir was gebracht, Mami. Und wir wollten mal zu dem am nächsten bei uns seienden lila Ausrufezeichen. Unbedingt. Calvin, lass das mal. Hast du gut gemacht. Echt? Also schon? Direkt okay. Direkt aufbrechen, wenn wir sozusagen aufgestanden sind, dann haben wir den längsten. Wieso trinke ich aus der Flasche, wenn ich ein Glas habe? Oh, was macht er da? Ich hab gesagt, er soll hier versteckt bleiben. Calvin gerade so Galopp. Ist so. Und was macht sie hier Galopp? Sie macht auch Galopp. Sie hat sich sauber gemacht. Hi. Sie hat 3 Arme, ne? Und der rechte hat sie nur einen. Ja. Und sie hat auch nur 3 Beine. Echt? Jo. Nur eine Seite mutiert. Hat sie auch 2 Augen auf einer Seite? Und das Gesicht ist normal. Was macht die da bei uns? Wollte ich gerade sagen, was macht die da?
Ich kann ja auch nichts geben. Ich kann ja entweder eine Waffe geben, die ich ja nicht habe. Musik einblenden. Okay. Also benehmen hat sie nicht. Mädel, das ist unsers. Wie das aussieht, wie sie sie rumtouren. Kelvin steht da versteckt am Fluss. Fändet ihr, Chat, eine dreibeinige Braut heiß? Was? Wenn du dir vorstellst, dein Freund hat drei Beine? Dann wäre er nicht mein Freund. Nichts dagegen, aber die Natur lässt uns Dinge anziehen finden. Was ich sagen wollte, sie ist oberflächlich. Nein, aber natürlicherweise finden wir Leute anziehend, die uns die uns genetisch nicht so ähnlich sind und gesund sind und so. Ach so, und weil halt du drei Beine hast, fändest du das nicht so gut, wenn dein Partner auch drei Beine hat? Nee, das ist aber echt so. Wenn du irgendwie spezielle Krankheiten hast oder so, verändert sich der Anziehungsgrad von Leuten. Weil die irgendwie nicht so. Also, du findest sie zum Beispiel geruchlich nicht mehr so anziehen oder so. Weil die krank sind oder die irgendwie nicht mehr genetisch kompatibel sind oder so eine Scheiße. Okay. Also ganz, ganz doof jetzt einfach mal ohne Hintergrundwissen erklärt. Danke, danke. Rücken wir doch nicht so auf die Pelle. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich sehe, was du in deinem Inventar hast, wenn du da Sachen drauflegst. Ich habe mich einfach nur gefragt, warum du plötzlich so dicht neben mir stehst und mir dein Speer ins Gesicht hältst. Ich bring mal hier die Bäume auf Vordermann. Gönn dir. Kann man sich hier nicht so gut dran festhalten mehr. Das ist erstaunlich ruhig heute. Ja, die haben gelernt, dass der böse Stock Peak macht. Was war das? Du hast es auch gehört, oder? Ich weiß nicht, ich bin woanders. Ich bin direkt neben dir. Du hast Stöcker gesammelt. Alter, wie so ein Pferd, ey. Was ist los bei dir? Aber Pferde haben vier Beine. No. Alter, what the fuck? Wie einfach der Busch explodiert, weil der Baumstamm in ihm drin liegt. Nimmst du die Baumstämme mit ins Lager? Ja. Oh, wir haben Besuch von einem Angemalten. Vor der Base. Zwei. Er hat mich jetzt erst gesehen. Interessant. Rennt er weg? Er rennt weg? Er rennt weg. Okay. Und springt auf den Stein. Und sein... Ah, nee. Okay. Sein Buddy ist noch hier. Ich blick die Boys nicht. Ira! Ja? Alter, was? Wie ist denn der dahergekommen? Das war nicht angespitzt. Ist er da einfach drüber gekommen? Ja, ja. Entschuldigung. Und nur noch Hälfte leben. Du bist in die Peakbahn gelaufen. Ja, er war doch schon tot. Aber wenn das nie angespitzt war, nicht deshalb rüberkam? Ich auch direkt anspitzen. Halt. Ist mal. Nein, ja, ich hör's. Oh, Lederpouch. Wow. Auch schon wieder mit Kreuzen. Eine Sichel, der Sack. Oh, die kann ich haben. Was? Nein, kann ich nicht. Ich habe einen Semmelbrösel eingesammelt, was?
Oh, ne, Alter, diese Ische. Spitz die Kackstöcke an! Der ist ja einfach an der Seite vorbeigelaufen, glaube ich. Nein, der ist rübergekommen, ich habe es gesehen. Okay. Zweimal. Dann, okay. Ich spitze da hinten noch. Oh, wie sie bei uns in der Base hockt. Ich spitze hinten auch mal zu Ende an. Ja, ich habe doch gesagt, der verfolgt uns und bringt seine Freunde mit. Wie sie hier sitzt? Mhm. Ja, fast tot, ey. Burn, Motherfucker. Burn. So. Pilze. Und eine Pouch. Hier liegt eine Pouch. Ja. Nochmal ein schwarzes Eichhörnchen. Die können wir ausrotten. Muss höher zielen, okay. Die Pouch. Mhm. Ach, guck mal. Beide am Brennen. Schön. Wir sollten Kevin vielleicht sagen, dass er aufhören soll, über Sachen rüber zu hüpfen. Das macht mich nervös. Kann man immer nicht einschätzen, ist jetzt ein Eingeborener oder hüpft dann Kelvin über Dinge rüber? Oh, ich habe Beeren, ja. Draht und Klebeband bekommen. Ja gut. Und was ich bekommen habe? Pouch öffnen. Warum behalten wir die eigentlich nicht? Dann haben wir auch was zum Tragen. Ein Schokoriegel, also ein Energy-Riegel, Klebeband und Draht. Na, Ische? Geht bei dir. Meine Nase läuft. Meine auch. Willst du dir auch sagen, warum? Krank bist? Nee. Ich traue mich bei solchen Spielen nicht zu blinzeln. Ah, ja. Und dann fängt meine Nase an zu laufen. Als Resultat. Interessant. Interessantes Konzept, was dein Körper da hat. Ist gut, ne? Mhm. Ich fange nicht zu heulen, meine Nase fängt einfach an zu laufen zum Ausgleich. wollen wir hier hinten auch noch eine Pika-Wand hinbauen? Bisher kam von da noch nie was. Ich habe da schon mal angefangen hier an der Seite. Oh, aber hier von dir kommt nichts. Ich habe ein Kaninchen geslayt. Deshalb wollte ich mir die Ressourcen eigentlich sparen. Nicht bei dir nur Todesschreie von irgendwelchen Tieren, ja? Weil muss man halt nicht, wenn es ja nicht notwendig ist. Ja, okay, das verstehe ich natürlich. Ich bringe mal zwei von den Stämmen von hier hinten mal rüber. Und ich bade gerade mal. Jo. Man kann dir nichts mehr hinzimmern. Oh doch. Jetzt ging's. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr vorbei. Die sich gerade das tote Kaninchen holen wollte. Das ist so geil. So cool, dass das einfach ein Ding ist. Das ist wirklich eine ziemlich nice Mechanik von dem Spiel. Macht's einfach, es ist total unnötig, es bringt keinem was, aber es ist einfach, es macht das Spiel lebendiger. Kann ich eigentlich nicht, ich würde das gerne hier oben abholzen. Darf ich das nicht? Anscheinend nicht. Oh, ich nicht. Aber was macht ihr denn da? Kannst du bitte woanders sammeln gehen? Ja, wie sie sich an unseren Beeten bedient, ne? Kann man den leeren Beeten? Die Guaranas kann man sammeln jetzt. Ja, ich kann dir was geben. Was willst du denn haben, Milady? Oh, pass mich an. Aufgabe? Was? Nix. Aha. Hör auf, hier die armen Leute anzufassen. Ich fass hier gar keinen an. Oh, guck mal, wie die beiden voll süß zusammensitzen. Hier an den Beeten. Kelvin? Bald haben wir ganz viele kleine Mutantenkinder. Bauen wir unseren eigenen Clan hier.
Ja. Auch nie noch ein Bett, oder? Bestimmt. Obwohl, Calvin schläft ja auch im Regen auf dem Boden, also. Meine beste Freundin hat gerade das erste Mal Begegnung mit Trollen bei Hogwarts Legacy gemacht. Die ersten so, beiden, die man trifft, sind ja nur easy. Ja, ja, und dann sagt sie so, Puls plötzlich auf 180, auf 80 hat sie geschrieben, ich so, eine 80, da geht noch was. Auf 80 ist ja easy. Mhm. Ja, sonst so Ruhepuls von gefühlt 20 bei ihr, weißt du, so tiefenentspannt bei allem. Die kriegt niemand auf die Palme gebracht. Und doch, noch was, der ist sie toll. Also die Map ist halt riesengroß, vielleicht liegt es auch daran, aber gefühlt ist es ein bisschen leer immer, bevor man halt zu den ganzen interessanten Sachen kommt. Meine ich das auch nur? Ja. Mal gucken, ob Ingo und Frank noch Freunde haben. Oder ob das jetzt das Einzige war. Ich kurz meinen Speer aus. Ja. Es wird gerade ja, glaube ich, dunkel. Zumindest ist es Nachmittag. Ich würde jetzt nicht hier so eine große Wanderung machen. Nö, ich würde einfach jetzt mal hier oben mal so ein bisschen parallel gehen und nicht nach unten. Haben wir nicht von oben? Ja, aber von der anderen Seite. Ich folge dir einfach mal. Ich hätte gerne mehr Möglichkeiten zu bauen. Also ich weiß nicht, wie frei das System ist. Oder ob man da grundsätzlich mehr Blaupausen braucht oder so. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Ja, optisch ist die Map sehr schön. Sind hier eigentlich mehr Bäume mittlerweile orange? Oder meine ich das nur? In dem Teil des Waldes waren wir noch nie. Aber allgemein auf der rechten Seite ist es ja auch so. Oh, echt? Man kann sein, dass wir da nicht drauf geachtet haben. Weil man, es gibt ja auch Winter angeblich. Oder zumindest sollte das mal. War das mal eine Idee, dass es Jahreszeiten gibt. Ich meine, wäre halt realistisch, ne? Vielleicht war das auch zu hoch gegriffen von denen. Guck mal hier, der hat nämlich keine Dings mehr. Der Busch hier. Keine Blätter. Oh. Mensch, oh, das finde ich schon süß, was die hier... Oh, guck mal, hier sind noch Blaubeeren dran. Ja, Blaubeeren waren davon auch dran. Oh, du kannst nicht mehr tragen Heidelbeeren. Na, dann esse ich die. Ich fände es schön, wenn er das vorher sagen würde, bevor er die Sachen aufhebt und so. Ich würde es schön finden, wenn er das sagt, anstatt die Sachen aufzuheben. Ja, oder so, ja. So friedlich hier. Sag mal, könnt kannst auch du aufhören, immer das Schicksal zu, Entschuldigung. Fordern? Dass hier oben was kommt. Ich dachte gerade, da kommt jetzt was, ey. Was im Pixel da gehauen, ne? Ja. Der da so rausgeguckt hat. Der hat mir keck seine Nase entgegengestreckt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der Herbst kommt. Ja. Ist ein valides, berechtigtes Gefühl. Oh, guck mal hier. Such mal eine Kamera. Hamerameam. Tschüss! Ich hab sie umgekippt. Ja. Hat das irgendwie Bedeutung? Nee, ne? Was denn? Man kann sie nicht einsammeln oder so? Man hat keine Interagierungspunkte? Die Kamera eine Bedeutung hat. Hamerameam. Weiß nicht. So ein Vermessungsdings. Mhm. Kann ich mir halt schon vorstellen, dass es hier von den Bauarbeiten ist. Vermessung vielleicht für die unterirdischen Labore oder so. Ich auch.
Also bevor man gerne wissen, wo wir sind, ob wir eigentlich auf einer anderen, also ob wir auf einer komplett anderen Map sind oder so. Ob das einfach nur ein anderer Teil des Waldes ist oder der Insel oder was auch immer das im ersten Teil war. Lass deine Pfote in Ruhe, Kröte. Wenn man kein Wasser in der Nähe hat, ne? So schön ruhig. Hm. Wenn ich mehr Leben hätte, würde ich mich richtig wohlfühlen. Hattest du nicht so Health-Tasten gecraftet? Nee, ich habe eine der Zutaten nicht. Ich konnte nur eine Energy-Dings craften. Kann ich dir so eine Health-Paste geben? Warte, komm mal her. Ist ja nicht schlimm. Wenn ich schlafen gehe, dann geht das ja wieder. Hier. Bitteschön. Oh, Gesundheitsmischung collected, danke. Ja. Genau, geil, dass du das einfach so, ja, ich geb dir mal was, aber ob du es haben willst oder nicht, hier bitte. Hier sein. Energie, Gesundheit, Essen. Wow. Das liegt links bei den Pillen. Ja, es gibt gut wieder. Sehr schön, das ist nur die normale Health-Mischung. Das ist noch nicht die Health-Plus-Mischung. Shit. Guck mal, das ist der Hubschrauber, komm mal her. Hier über den See so zum Flussanfang rüber. Also schwarz ist, glaube ich, der Hubschrauber. Mhm. Ein Hubschrauber. Unserer kann es ja nicht sein. Ne, unserer liegt in den Bergen im Schnee. Wollen wir da hingehen? So, wenn es ja noch hell ist, bis wir da sind? Ja, komm, wir gehen einfach hin. Ich glaube, das ist halt der links vom Lager, wo wir das am Anfang weggerannt sind, weißt du? Wo mein Spiel abgeschmiert ist, als ich mein Mehl essen wollte. Erwischt. Kann das Eichhörnchen nicht? Oh, doch, da. Das ist manchmal noch ein bisschen buggy, glaube ich. Das Problem ist, ich traue dem Braten nicht, ne? Mhm. In den Gewässern? Ich habe aber noch nichts hier gesehen, ne? Mal hin. Okay, also tauchen sieht man gar nichts. Ist ja mal runtergesprungen. Ja. Oh. Ja, man sieht genauso viel, wie ich mir das vorstelle, dass man in den USA im Wasser sieht. Zu wenig. Angerannt. Ich bin am Schubhauber. Ja. Oh ja, Seil. Ich glaube, der liegt schon ein bisschen länger hier. Eine Waffe. I found a weapon. Sehr gut. Hast du gerade irgendwas kaputt gemacht? Geköpft. Oh, Fira. Was denn? Federn? So, kleine Steine. Pistolenaufsatz. Leider nicht, was du geschrieben hast. Mein Chat ist gerade weg. Penetration, Riegel. Bin ich Emoji. Noch live? Team? Fera, schon wieder eine Kamera. Ich höre dich noch, ja. Die Kamera hier gerade gespawnt, war die gerade schon da? Die war schon da. Okay. Sekunde, Peoples. So, ich bin jetzt. Wollen wir dann zurück? Ja. Jetzt, wo wir alles hier gelootet haben. Ja, also ich glaube tatsächlich, es liegt mehr Gelb auf dem Boden. Ja, ne? Kann sein, dass es uns vorher nie aufgefallen ist, aber ich würde schon sagen, dass es jetzt alles ein bisschen gelber hier wird. Mhm. Cool, dass das so schleichend kommt. Morgen einfach schon Winter und alles kahl. Ja, ich glaube auch. Was soll ich vorhin eigentlich sagen? Genau, ich glaube, das Spiel sollte eigentlich gar nicht im Early Access rauskommen, sondern schon im Full Release. Interessant, dass es doch jetzt Early Access ist.
Aber das haben sie doch mit The Forest auch so gemacht, oder nicht? Ja, aber sie wollten, also Sons of Forest wollten sie, glaube ich, direkt als Full Release machen. Zumindest von mehreren Stellen gehört. Ja, gut. Ich glaube einfach, das war zeitlich nicht drin. Möglich. Und ich glaube auch, dass die Ideen, die von der Community gekommen sind, für The Forest, für die auch einfach wirklich hilfreich waren. Also es wäre ja blöd, sich auf die verlässliche Quelle von Feedback nicht zu stützen. Ja, definitiv. Kann mal kurz jemand was in den Chat schreiben, damit ich sehen kann, ob der hier auf meinem Handy zumindest funktioniert. Mein Nightbot hat gerade was geschrieben, oder zumindest vor ein paar Minuten. Oh, okay, Schüssen das sehe ich auf jeden Fall. Und Schüssen hat gerade Huhu geschrieben, gut. Ja. Also ich habe jetzt den Chat auf dem Handy erstmal offen. Na toll. Nee, also durch so viel Orange sind wir beim besten Willen noch nicht gelaufen. Nee, ne? Nee. Ja, dann ist hier Herbst. Cool. Wir brauchen Vorräte für den Winter. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass man die Kaninchen und so nicht auch für ihr Fell häuten kann. Das konnte man ja im ersten Teil, da hat man ja Haut gekriegt von den Tieren. Dass ich irgendwie so eine Winterrüstung oder so craften kann. Vielleicht brauchen wir dazu erst noch das Rezept oder so. Möglich. Oh nein, nein! Nein! Okay, was es geht stromabwärts, wenn du im Wasser bist. Ja. Ich bin fast mitgerissen gerade. War das so mitreißend? Ja. Lauf, wir sind übrigens an der Base vorbeigelaufen, ne? Echt? Die ist hier unten. Ein ganzes Stück hier unten sogar. Huch, schwarzes Eishörnchen. Zwei Hasen, die sich gegenseitig jagen. Der Immersive. Und unsere Mutantenfreundin. Ich glaube, eine Eule oder ein Habicht oder so, der gerade sich eins der Karnickel geschnappt hat. Ne? Mhm. Ja. Das ist schon cool. Wo ist denn jetzt unser Lager? Müsste jetzt hier unten kommen. Da ist der Fluss, glaube ich, oder? Wenn wir jetzt hier über die Dings springen. Oh, vielleicht sollte man hier nicht einfach rüberspringen. Da hinten können wir rüber. Was? Das ist Kritzmeck. Was? Kritzmeck? Keine Ahnung, was er will. Schissen, was ist Kritzmeck? Wer denn? Das ist unser Lager. Ja. Ich? Alvin versteckt sich noch sehr schön. Jetzt bei 28, fast 29 Minuten. Wir gehen aber erstmal schlafen. Und wir machen erst Folgenende und dann gehen wir schlafen. Okay, dann tschüss. Ciao.